In diesem Teil geht es um die Erstellung von Overlays. Wir werden uns jetzt ansehen, wie wir auf dieser Slide noch Zusatzinformationen in Form eines Overlays hinterlegen können. Zur Wiederholung: Ein Overlay ist eine Sonderform einer Slide. Ich kann entweder eine bestehende Slide als Overlay verlinken bzw. verwenden, oder ich baue ein individuelles Overlay. Dafür gehe ich wieder ins Template-Set. Ein Overlay wird zum Overlay durch einen Schließen-Button im Hintergrund-Template. Daher brauchen wir einen neuen Hintergrund für unser Overlay. Jetzt können wir eine Hintergrundfarbe oder Ähnliches für unser Overlay machen. Wir ziehen einen Bereich über die ganze Fläche, wählen Grau als Hintergrundfarbe und setzen die Transparenz hier beim Alpha-Wert herunter, sodass der Hintergrund leicht durchscheinend ist. Diesen Bereich wollen wir jetzt auch noch ein bisschen animieren. Wir klicken den Bereich an und klicken auf den Animieren-Button. Wir wollen, dass es so aussieht, als ob sich der Hintergrund, wenn das Overlay erscheint, abdunkelt. Also lassen wir diese dunklere Fläche langsam erscheinen. Wir wählen Einblenden mit einer Sekunde Dauer und ohne Verzögerung. Jetzt ziehe ich einfach nur eine Design-Ebene auf, um einen Schließen-Button machen zu können. Um den Schließen-Button auch als solchen erkennen zu können, legen wir ein Bild in die Design-Ebene. Dazu klicken wir auf den Button hier und wählen ein Icon, das wir bereits in Presono hochgeladen haben. Jetzt setzen wir den Link, damit dieses X zum Overlay schließen Button wird. Wir klicken auf das Link-Symbol und wählen die Option mit dem X. Sobald irgendein Bereich im Hintergrund diesen Link besitzt, wird der Hintergrund zu einem Overlay-Hintergrund. Jede Slide, die mit diesem Hintergrund erstellt wird, ist automatisch ein Overlay. Am Ende setzen wir diese Ebene noch ganz nach oben, um eine Beschnittebene daraus zu machen. Somit ist die Ebene immer ganz oben und es kann auch im Layout nichts darüber gelegt werden und so ist der Button immer klickbar. Den Close-Button können wir auch noch verzögert erscheinen lassen. Auch hier wählen wir Einblenden, eine Sekunde Dauer und eine Verzögerung von einer halben Sekunde. Eine Alternative zum Close-Button wäre hier, die Verlinkung des Overlay-Schließen-Buttons einfach auf einen ganzen Bereich im Hintergrund zu legen. Du könntest also hier auf diesen Bereich mit der Hintergrundfarbe den Link legen, dann wird das Overlay geschlossen, indem einfach sozusagen daneben geklickt wird, wie bei einem Pop-up auf einer Website. Am Ende speichern wir den Overlay-Hintergrund. Jetzt erstellen wir ein Layout fürs Overlay. Wir ziehen, genau wie beim Layout für die Slide vorhin, einen oder mehrere Bereiche für den Inhalt auf. In unserem Fall machen wir nur einen Bereich für Medien. Auch diesen Bereich animieren wir leicht, damit er nicht sofort sichtbar ist. Danach können wir das Overlay speichern. Die Erstellung von einem Overlay ist genau gleich wie bei einer Slide. Ich klicke wieder auf Neu rechts oben und wähle Neue Slide erstellen. Danach wähle ich das Overlay-Template aus. Man erkennt es auch am Icon. Jetzt kann ich es ganz einfach befüllen. Hier können wir zum Beispiel ein Bild oder Video platzieren.
und dann speichern wir wieder. Um das Overlay jetzt in die Präsentation zu bringen, muss es auf einer Slide verlinkt werden. Dazu gehen wir zurück in die Content-Struktur und öffnen mit Doppelklick unsere Slide von vorhin. Jetzt kannst du einen Bereich wählen, von dem aus das Overlay dann später erreichbar sein soll. Klicke den Bereich an und wähle oben wieder das Link-Symbol. Dort wähle ich dann die Option zu einem Overlay verlinken. Hier kannst du dann entweder eine Slide oder ein Overlay wählen. So kannst du eine Slide als Overlay verwenden. Wir verlinken hier auf unser Overlay. Mit Doppelklick bestätigst du das. Und schon ist auf den ganzen Bereich ein Link zum Overlay gesetzt. Wenn ich jetzt speichere und zurückgehe, kann ich das ausprobieren. Wenn ich auf den Bereich klicke, kann ich das Overlay öffnen und mit dem X schließe ich das Ganze wieder. Das war's zum Thema Overlays. Wir haben also ein Overlay mit eigenem Hintergrund und ein Layout erstellt. Das Overlay haben wir am Ende auch noch verlinkt. Im nächsten Teil werden wir uns dem Thema Animationen genauer widmen.